Hallo, willkommen zurück zum Let's Play WoW. Ich bin im Spiel auf den WOTLK Classic Servern als Schattenpriester. Wir gehen durch Tanaris durch und das letzte Mal waren wir bei den ewigen Sanden bzw. beim giftigen Unterschlupf. Ich habe eine schöne sinnlose Runde durch die Galaxis gedreht und bin dann endlich beim Truppenlager der Dünenbrecher angekommen. Absolut herrlich, aber wir sind jetzt nun mal endlich hier und es gilt, Schläger und Vollstrecker zu killen und Gormarok, den fiesen Eliminierer, zu eliminieren oder irgendwie sowas. Heißt, ich werde mich erstmal buffen. Und dann hauen wir die ganzen Dicken in den Sack. Die sind alle bewaffnet bis an die Zähne. Ich kann ihnen die Gedanken auslutschen, mal schauen, wer am Ende gewinnt. So. Dann trinke ich einmal Weisheit. Als Wächter-Elixier habe ich nur irgendein Kampfelixier eigentlich. Nein. Nee, Kampfelixier habe ich gerade gar nicht. Ich könnte ein Kampfelixier machen. Ja, aber da habe ich leider das Blindkraut nicht für. Ich muss mal schauen, wo ich das Blindkraut herkriege noch. Weil ich bislang leider immer noch kein Blindkraut gefunden habe. Momentan laufe ich levelnd und Erfahrung sammeln durch die Gegend. Lass mich in Ruhe, so. Klatsch. Du bist ein normaler Ogger, dich will ich nicht, aber du bist ein Schläger. Dich brauche ich. Eins, zwei. Muss ich da nur dreimal, zwei, dreimal draufhalten? Ja, der schlägt mich nur dreimal oder so. Das ist jetzt nicht allzu schlimm. Aber ich habe mein Inventar voll, weil ich seit Jahrhunderten nicht mehr in der Stadt war. Das ist jetzt nicht ganz so schlau auf Dauer. Röms. So, das heißt, ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, was ich davon am besten mitnehme und was nicht. Den Cheddar, den kann man zum Beispiel mal rausschmeißen. Der ist ja scheißegal. Mal diesen blöden Schlägern will ich auch noch weghauen, nicht dass der später noch irgendwie dazu addet oder so. Mach den mal weg, bitte. So, die Buffs laufen alle. Mana habe ich genug. Bist du der Oberboss? Du bist der Oberboss. Ach, du bist doch eine dämliche Sau. Wirklich, wie kann man so ein bescheuertes Arschloch sein? Das gibt's doch gar nicht. Läuft an mir vorbei, knallt mir den Boss um, ohne irgendwie zu gucken. Hör mal, glaub mir das. Dann warte doch mal für eine Sekunde ab. Wie hätte ich den denn sehen sollen, wenn ich angreife und er von hinten kommt? Habe ich hinten Augen oder was? Du bist so ein dämliches Stück einfach. Ja, gut, dann müssen wir halt warten. Da kannst du sehen. Genau so läuft das. Genau so läuft es in WoW. Es ist scheißegal, was für eine Klasse du spielst oder was für eine Fraktion du spielst. Dir wird automatisch alles weggenommen. So. Ich bin ganz froh, dass ich Schattenpriester bin. Dann kann ich mich wenigstens alleine über diese Scheiße aufregen. Komischer Egoist. Nicht zu fassen. Gut, dass ich das auf Video habe. Gut, dass ich das auf Video habe. Babs gibt's jetzt nicht. Interessiert mich nicht mehr. Kannst du mir das verrecken, ey. Ja, den restlichen Scheiß, der braucht mich ja nicht zu interessieren. Ja, dann knallen wir erstmal die anderen um. Und mal hoffen, dass der Boss danach wieder respawned ist. Weil wir haben ja noch hier ein bisschen was umzuknallen. Guck mal, Vollstrecker hier. Mal ab da. So. Ding, 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 ding.
Hat der irgendwie Nahkampf? Nahkampf? Nee. Meine Aktion. Schattenwort Schmerz. Verursacht Schaden. Schattenwort Schmerz. Besonders Hand. Okay. Resistent sind sie nicht. Der Hexenmeister könnte eventuell resistent sein. Ich probier den mal aus, wie der schmeckt, ne? So, Klatsch. Oh, du zauberst sofort. Oh, okay. Nee, warte mal. Werde ich mal so anzaubern? Habe ich noch Schattenschutz? Nein, habe ich nicht. Der ist natürlich schon abgelaufen. Ja, es ist... Klatsch, okay. Aber die Hexmeister liegen relativ schnell. Das ist schon mal ganz gut. Ich muss mich gerade etwas, sorry, dass ich jetzt etwas ruhig bin, aber ich muss mich gerade etwas abregen, weil das hat mich voll aufgeregt gerade. Ich stehe schon da. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den gar nicht richtig realisiert, dass der da von hinten plötzlich angeschissen kam. Dann sag mir doch wenigstens kurz Bescheid oder lad mich spontan in Gruppe ein oder so. Oder tu irgendwas, damit man das als Team durchziehen kann. Er hätte mich nur in Gruppe einladen müssen. Dann hätte man das in 4 Sekunden zusammen machen können. Aber nein. Hauptsache den Ego-Trip fahren. Weißt du, das sind so Momente, da hast du wieder Bock, einfach eine U-Boot zu spielen. Oder ein anderes schönes Spiel, was Singleplayer ist und wo man mit solchen Vollpfosten einfach nichts zu tun hat. Und dann kann die Welt mich mal in Ruhe lassen. Genau sowas regt mich voll auf. Ich mag es sehr gerne im Team zu spielen, aber dann bitte verhaltet euch auch so, dass man im Team spielen kann. Und nicht, dass ich anfangen muss, hier irgendeine bekloppte Scheiße abzuziehen. Weil als Priester kann man auch eine ganze Menge bekloppte Scheiße abziehen. Weil Gedankenkontrolle. So. Zwar jetzt nicht gegen befreundete Spieler von derselben Fraktion, das ist sowieso noch viel schlimmer. Sondern halt nur gegen solche der feindlichen Fraktionen, aber trotzdem. Das ist ja doch das Schlimmste. Das Schlimmste war, das war ja ein Mensch. Also von meiner Fraktion. Dem kann ich ja noch nicht mal irgendwie was antun oder so. Wenn ich jetzt auf die bescheuerte Idee kommen würde, als Stoff wie PvP zu machen, dann kann man dem wenigstens ja mal auch was auf den Sack geben oder so. Oder sagen wir mal, es zumindest könnte man es zumindest versuchen. So. Ich muss es ja vorsichtig ausdrücken. Klatsch, wie viel von was habe ich jetzt eigentlich? Ich bringe jetzt einfach irgendwas um hier. So, Schläger, Schläger brauchen wir noch. Klatsch. So. Ja, ob du treten kannst oder willst, ist mir egal. Bist du da vorne? Wer bist du? Hallo, hallo. Aber das Schöne, bis die bei mir sind, sind die alle im Sack. Oder sagen wir mal, größtenteils im Sack, boah, krass. Verschluckt mich gerade irgendwie. Ich gerade zwischendurch, zwischen den Aufnahmen, so ein paar Nüsschen gegessen habe. Und bei diesen Nüsschen ist leider so, dass die so Röstaromen drauf hatten. Jetzt suppt mein Maul so krass, dass ich nicht mehr richtig reden kann. So.
Ich hoffe, man hört jetzt nicht irgendwas Blödes im Hintergrund, so irgendwie, dass ich schmatze oder so, aus Versehen. Nachher mal in die Aufnahme reingucken, ob das der Fall war. Sonst höre ich mit dem Nüsschenessen zwischendurch auf. Ding, 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 so Klatsch. Da liegt er auch. Ja, als Priester machst du halt alle schön nacheinander. Was soll es denn? Ne? Ist man halt lange Zeit lang kein Charakter, der das mal ebenso als Gruppe hinkriegt. So, beziehungsweise ich habe es nie richtig versucht. Also vielleicht mit der richtigen Taktik kann man auch größere Gruppen bekämpfen. Aber das Problem ist, du hast halt, man hat als Priester keinen richtigen Flächenzauber. Den kriegt man erst ganz, ganz spät. Da ist man schon in Nordend, da kriegt man den erst. Deswegen scheue ich mich immer so ein bisschen davor, Gruppen anzugreifen, als du schaust dann halt auch immer so ein bisschen neidisch zu den anderen Chars rüber, wenn die einfach so wie die pamierten Biber mit Schaum vorm Mund in so eine Mobgruppe reinspringen, alles wegböllern und denen so gut wie nichts passiert, weil die halt alles wegböllern können. Aber dafür hat man als Priester andere Fähigkeiten, die sehr, sehr schön sind. Zum Beispiel, dass ich dich jetzt hier ableuchten kann, Leute, Sau. So. Ding, 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 ding. Jo, ich tanke kurz auf und dann hauen wir diese zwei, drei Dicken vorne weg um, dass sie uns nicht im Weg sind. Dann kommt ja der nächste Fickfehler an und knallt mir den Boss weg. Ja, natürlich. Klar. Klar, klar. Es ist nicht zu fassen, ne? Muss ich da irgendwas zu sagen? Zum zweiten Mal hintereinander. Es ist nicht zu fassen. Hauptsache, dass ich das auf Video habe. Ehrlich. Weißt du, bei solchen Sachen, da fällt es einem wirklich sehr, sehr schwer, überhaupt noch irgendwie Lust zu kriegen auf Teamplay oder darauf irgendwie was mit anderen Leuten zu machen oder so, wenn man sich so verhält. Ehrlich. Warum ist die jetzt einfach so hier reingeritten? Und hat die einfach so platt gehauen. Wieso bleib doch mal für eine Sekunde stehen. Das hat einen Grund, dass ich hier auch rumlaufe, weil ich nämlich dieselben Quests habe wie du. Denk mal nach für 2 Sekunden. Boah, dann warten wir jetzt halt noch mal eine Runde. Und dann hoffen wir, dass nicht wieder irgendein blöder Vollspasti dann langkommt und den Boss zum dritten Mal umknallt. Direkt vor meiner Nase. Muss man halt mal Gelegenheit haben, das zu tun. Man kann mir natürlich jetzt vorhalten, hey, wieso hast du die nicht angesprochen? Ganz einfach, Schatzemann, weil ich die gerade gar nicht gesehen habe, dass sie überhaupt in der Nähe ist. Hätte ja sein können, dass diese besagte Person den Boss bereits schon irgendwann mal umgeknallt hat und nur noch diese Orga braucht. Das weiß man ja alles nicht, wenn keine Kommunikation stattfindet. Und dass die Kommunikation hier etwas dürftig gesät ist, das hat man ja wohl, glaube ich, auch schon mitgekriegt. So. Klatsch. Ja, ich brauche nur noch den Boss. Wisst ihr was? Ich mache eine Folgenpause, weil ich habe gerade so dermaßen den Kaffee auf, dass ich wirklich keinen Bock mehr auf WoW habe. Wirklich nicht. Also, ich stelle mich jetzt hier irgendwo hin und mache die Aufnahme ein anderer Mal weiter, weil mir gerade echt die Lust fehlt. Aber wirklich vollkommen die Lust fehlt. Ich werde die
paar Sachen, die ich jetzt gemacht habe, die werde ich noch sichten und ein bisschen sortieren alles mal. Und dann mal schauen, dass ich irgendwann wiederkomme, wenn hier nicht 100 Millionen Leute rumlaufen, die alle 300 Mal schneller sind als ich und zu blöd sind, mal vier Wörter zu reden. So. Okay, mal einen Cut kurz. Weil gerade habe ich echt den Kaffee auf und keinen Bock mehr. So, da bin ich auch wieder. Ja. Es sind ein, zwei Tage vergangen. Jetzt haben wir den Donnerstag, den 29.12. Hervorragend. Ja, was sich jetzt geändert hat, ich bin bewaffnet mit einem kleinen Bierchen, mit ein paar Würstchen, mit sehr viel guter Laune. Und wir sehen, dass es nur drei Allianzspieler hier in diesem Gebiet gibt, was dann den Schluss zulässt, dass ich vielleicht nicht ganz so häufig gestört werde, wenn ich mal irgendwas umnieten will. So, jetzt wird es natürlich von einem Hortler, der es umnietet. So. Beziehungsweise das wahrscheinlich gerade umgenietet hat. So. Also hat sich eigentlich gerade so auch nichts geändert. Man, bin ich mal gespannt, wann ich den endlich umlegen darf, um diese eine Aufgabe zu machen. Ja, wird man dann ja jetzt sehen. Inzwischen arbeite ich da jetzt wie lange dran? An dieser einen Quest? Ich weiß es nicht. Bin aber gespannt, wie lange es noch dauert. So. Aber zumindest jetzt haben wir zumindest hier so ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen rumzulaufen und zu gucken. Er ist ja jetzt gerade gestorben. Wir haben 0 Uhr 16. Mal schauen, wann er wiederkommt. Ich hoffe, in unter 30 Minuten. So, aber die Dicken, die kann man ja hier schon mal umbringen, ne? So ein paar davon. Klatsch, klatsch. Ach, ich mag das, die so auszulutschen, so ein bisschen hier klatsch. So, es ist schön, so rumzulaufen tatsächlich. So, und ich glaube, die lassen sich auch ganz gut abfarmen für Magiestoff. Es fühlt sich gerade so an, als wenn das eine gute Idee wäre, die ein bisschen häufiger umzulegen. Weil die dann doch immer mal wieder ein bisschen Magiestoff dabei haben und verhältnismäßig schnell respawnen. Irgendwie gefällt mir das. Weil die Stoffe zu verkaufen ist tatsächlich eine ganz gute Idee. So, und eine weitere Neuerung ist tatsächlich so, der rauschende Reisen-Debuff ist tatsächlich immer noch aktiv. Zwei Dicke haben Ausgang. Ja, so, es ist doch wunderschön. Es ist doch wunderschön. So, mal schauen, ob der Boss jetzt respawned ist. Oder vielleicht anfängt zu respawnen. Weil zumindest die Leiche ist verschwunden. Man kommt da gleich vielleicht wieder. Wenn ich Glück habe, in 2 Minuten, 3 Minuten. Heißt, ich fange schon mal an, hier die ganzen Fraggles umzulegen. Weil wenn jetzt der Boss wiederkommt, dann kommen seine Kumpels natürlich auch wieder. Das ist natürlich klar. Auslutschen. Ja, ist ja gut. Ah, hervorragend. Also diesen hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Willensentzug-Debuff so mag im Singleplayer. Was heißt Ding? Obwohl ja, ist ja gerade Singleplayer hier. Was anderes als alleine rumlaufen tue ich ja dann leider nicht. So, weil mal schauen, ob hier irgendwie Tanaris, Zone Tanaris, ist hier irgendjemand noch? Oh ja, jetzt sind dann doch ein paar mehr.
Aber die kommen hier niemals, die paar kommen hier niemals hier unten hin. Stufe 48. Die oberen drei werden nicht bis nach hier unten kommen. Ja, mal gucken. Der nächste Boss ist aber mir. Dann werde ich jetzt einfach warten. So. Und Fisch essen, bis der kommt. Weil den Boss brauche ich jetzt. Den habe ich schon zweimal gesehen. Jetzt inzwischen ein drittes Mal. Wurde mir direkt von der Nase weggeballert worden ist. 0:20 Uhr haben wir. Das waren jetzt schon 4 Minuten Wartezeit. Oh, das Bier sieht. So spät perlt das Bier noch viel besser. Bin wahrscheinlich ein schlechtes Vorbild, Bier zu trinken. Aber ganz im Ernst, gerade habe ich mir das auch verdient. Weil ich heute nämlich tatsächlich noch eine Weile unterwegs war. Und es war sau arschkalt draußen mit Regen und allem, was dazugehört. Da hat man sich mal ein wenig Gemütlichkeit verdient. So. So, mach dich weg, mach dich weg. Da ist noch ein Orga-Magier. Ich knall mir einfach mal so einen Verband drauf. Dafür haben wir sie ja, ne? Ding, 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 ding. So. Mana habe ich auch. Ist der Dicke wieder da? Nein. Der Dicke. Da ist er platt. So, ist er jetzt wieder da? Nein. Ich kontrolliere jetzt alle 4 Sekunden, ob der wieder da ist oder nicht. 0:21 Uhr. 5 Minuten. Ding, ding, so, noch mehr, noch mehr. Oh, ich habe tatsächlich. Oh. Müssen wir jetzt langsam echt. Oh, da ist er wieder. Also. Und ein Arschloch in der Nähe. Guck jetzt erstmal nach. Danach, ob irgendein Arschloch in der Nähe ist, der mir den wegfahren kann. Ehrlich, weil das hat mir gerade in den letzten Malen hat mir das so gereicht. Immer direkt kurz davor, ne? Das macht dich irgendwann so richtig aggressiv. Ich glaube, von allen Begegnungen in Spielen macht mich so ein Verhalten noch mit am aggressivsten. Lange, elegante Feder. Warum nehme ich sowas mit? Warum nehme ich sowas mit? Mit diesem Magiestoff hier mit, der ist doch viel besser. Die blöde Axt, weiß ich nicht, ob die schlau ist, mitgenommen zu werden. Oh, ich habe Schinkensteak auch nicht, ist egal. Okay. Das wäre es zumindest. So. Dann, ja, haben wir das endlich nach langen Versuchen auch mal erledigt. Schön, wunderbar. Der durstige Goblin, eine gefüllte Taudrüse soll ich mitbringen. Aber es fühlt sich so an, als müsste ich erstmal irgendwie Kram wegbringen. Es fühlt sich so an, als müsste ich erstmal irgendwie Kram wegbringen. Oh mein Gott, Gezahn, obwohl ich bin genau in der Mitte, ne? Ist das scheiße, ist das scheiße. Ich will da nix. Ja, sei gut, komm hier. Dann bringe ich dich halt auch noch um. Ach ja, die Patrouille ist natürlich sofort wieder da, meine Freunde. Klatsch. So. Wisst ihr was? Ich werde in den sauren Apfel beißen und kurz nach Gadgetzan gehen. Ja. Ich werde kurz nach Gadgetzan gehen und dort ein bisschen was verkaufen bzw. in den Postkasten drücken, um dann wieder Platz im Inventar zu haben. Ich glaube, da können wir auch direkt dann die Aufgaben abgeben. Und das nächste Mal, wenn wir dann ins Disteltal gehen, dann können wir dann auch sehr gut diese beiden anderen Sachen machen. Boah,
Oh, die Kreischergeister, weiß ich nicht, was ich die tue. Oh, aber Metzen, das Rentier, das könnte man jetzt mal endlich machen. Mal demnächst. Vielleicht sogar in der nächsten Folge. Mal gucken direkt. Weil das würde ich dann doch sehr gerne abschließen. Ja, natürlich kommst du mir sofort hinterher geschissen. Ist doch klar, ist doch klar. So, klack, 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 klack. Schneller. Ja, schneller, bezüglich schneller. Ich weiß, dass es wohl jetzt ab Stufe 40 ein schnelles Reittier gegeben hätte. Aber ich spare ja für die Dualskillung, um beides zu sein. Um sowohl heilig als auch Schattenpriester zu sein. So, oh, warte mal, Feuerblüte. Die kann ich aber nicht stehen lassen. Bewacht von einem Skorpion. Du elender Skorpion. Gehe nicht an meine Feuerblüte. So. Weiß zwar nicht, wofür ich so viel Feuerblüten brauche, aber ja, Hauptsache haben. Hauptsache haben. Ob ich das dann brauche oder nicht, ist dann ja erstmal Latte. So, aber da drüben müsste gleich irgendwann mal Gatkezahn kommen. Die Wüste ist halt riesengroß, ne? Riesengroß und voll mit Viechern, wie man jetzt sieht. Überall. Ich könnte versuchen, noch ein paar von diesen Geiern da oben zu boxen. All dieweil diese Geier eventuell leichte Feder als Regentium droppen. Und die leichten Federn brauche ich ja, um irgendwann zu levitieren. Braucht man zwar nicht häufig, immer nur so hin und wieder. Aber man braucht sie halt. Und nein, ich habe die Glyphe dafür nicht. Weil man, da kann man eine bessere Glyphe für nehmen, eine, die etwas mehr Wirkung zeigt. Ich finde diese Regenzien leichte Feder, die lassen sich so auch sehr gut farmen oder einfach im Auktionshaus besorgen im Zweifelsfall. Da muss ich nicht extra einen Glyphen-Slot für verbraten für sowas. Da sind wir in Gatkezahn. Juhu! Endlich, endlich. Mann, war das lange gedauert. So. Ja, wir machen das jetzt auf die folgende Weise. Das ist aus dem Auktionshaus. Wir nehmen Fassbauch, was nämlich einfach mein Krieger ist. Der kriegt jetzt dieses ganze Stoff und Fisch und was weiß ich nicht Gedöns hier. Das kriegt der alles reingestopft. Wolfreiter Umhang des Affen. Des Affen. Nur so Lederzeug, was man wirklich überhaupt nicht braucht. So. Und das schicke ich mir dann später irgendwann wieder zurück und verkaufe das immer. Aha, so sieht das nämlich aus. So hat man unglaublich viel Platz gespart. Alleine nur dadurch, dass man die Post verwendet. Wenn das mit der echten Post auch so ginge, dann wäre das schön. Und die sind leider noch ein bisschen teuer. Farbenprächtiger Federbusch. Ob das was wert ist? Keine Ahnung. Ich komme erstmal weg. Zierlicher Insektenflügel, öliges Schwarzmaul. Ja, ich habe noch ein bisschen geangelt zwischendrin. Sieht man. Sonst den Schildkrötenfleisch. Kann ich damit irgendwas kochen? Muschelsuppe andermein. Schildkrötensuppe. Nee, kann ich nicht. Gut. Ist auch etwas zu wenig. Aber ich muss noch ein paar Schildkröten schnetzeln. Dringend, um dieses scharfe Fleisch zu kriegen. So, erstmal hier vorne. Wo ist es? Kann ich den noch weiter abgeben? Tatsache, hier kann ich noch weiter abgeben, weil diese Wasserbeutel kann man ja als Dauerleihgabe irgendwie abgeben. Das wird ja als blaues Fragezeichen hier extra angezeigt. Überlebenspaket der Gatkezahn Water und Co. So, noch mehr Wüstenläufer Gerechtigkeit. Klatsch. Winschel-Marterute, ja, die habe ich leider nicht für dich. Das wird wahrscheinlich auch nichts, weil ich nie nach Gatkezahn reinkomme. Jo, ansonsten Truppenlager der Lügenbrecher. Warte mal, das Gnomelinchen dahin. Die wollte doch mal was. Bleichsaathandschuhe oder irgendein Ledergedöns. Komm, wir nehmen das Ledergedöns, ist tendenziell am meisten wert, würde ich mal schätzen. So, genau, Dankeschön. Jetzt könnte man ja eigentlich den nächsten Skillpunkt verteilen, nämlich in was denn? Schattenreichweite.
Nee, weißt du was? Wir hatten letztes Mal so blödes Pech mit irgendwelchen Insekten, die uns zuhaufen überfallen haben. Ich pimp den Vieh ein bisschen. Ist ja nur sowieso nur so, einfach nur so, für uns so, nur so. Nee. Dass der ein bisschen schneller wieder da ist. Weil der Furchtzauber ist tatsächlich in einigen Fällen die einzige wirkliche Verteidigung, die man hat. Also richtige Verteidigung, die man hat. 49. Schön, schön. Erkundung des giftigen Unterschlupfs. Hier. Klatsch. Etwas kaufen? Nein, nein, nein. Warte mal, Akanit transportieren. Habe ich das hier? Akanit transportieren, das habe ich hier schon. Genau. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, das brauche ich dann ja tatsächlich gar nicht mehr alles, ne? Gorilla-Fangzahn? Oder brauche ich den Gorilla-Fangzahn noch dringend? Ich erinnere mich ganz düster, dass man die noch für irgendwas braucht, hier in der Gegend eventuell sogar. Großer Fangzahn, damit kann ich brauen, das weiß ich noch. Du kannst aber weg. Du, ihr seid zu schwach. Und ich kann dich sowieso nicht anziehen. Okay. Werden wir so lassen? Was haben wir denn jetzt noch, was wir hier machen können? Was wolltest du denn? Tanrex. KBS Panzerscheintür. Superkleber. Superkleber. Ich bin immer auf der Suche nach meinen Methoden, um schnelles Gold zu verdienen. Wenn ihr mir bei meiner neuesten Idee helft, gebe ich euch ein bisschen von dem Gewinn ab. Was sagt ihr dazu? Habe ich mir gedacht. Geht zu den Teergruben im Norden des Kraters von Ungoro. Aha. Beschafft mir etwas Teer. Da meint hier nicht jeden x-beliebigen Teer, versteht ihr? Ihr müsst den von der Kreatur nehmen, die an den Teergruben leben. Normaler Teer ist einfach nicht klebrig genug. Die pflanzenartigen Kreaturen jedoch haben Chlorophyll in ihrer Haut und wenn man das mit dem Teer mischt, dann wird das super klebrig. Man sammelt 12 Proben super klebrigen Teer. Okay. Er will also super klebrigen Teer. Oh, dann mein Beileid, aber dann werde ich dir gerne dafür helfen, mein Freund. Prost. Ein absolutes heldenhaftes Unterfangen. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf den Ungoro-Krater. Weil das so eine riesengroße Dschungelbude wieder ist. Aber diesmal in geil, glaube ich. Wird man sehen. Wird man sehen. Die Erlösung von Kieselschliff. Es ist einfach schrecklich. Ich habe meinen besten Gehilfen Unterfeldmesser Kieselschliff in die Wüste südöstlich von hier geschickt. Okay, dann. Er ist tot. Er ist tot. Das ist ein Gebiet, das wir klaffende Schlucht nennen. Nun ja, er wird vermisst und in seinem letzten Bericht sprach er davon, dass es dort, wo er war, noch mehr dieser komischen Viecher gäbe. Könnte es sein, dass sie sich jetzt in zwei großen Gebieten eingenistet haben? Begebt euch für mich zur klaffenden Schlucht, sucht nach Kieselschliff. Oder findet dann wenigstens seine Feldmesserausrüstung. Ich fürchte, das ist alles, was von dem Armen übrig geblieben ist. Ja, geh mal davon aus, dass der im Sack ist. Die Wüste hat ihn gefressen. Oder beziehungsweise diese komischen Insektendinger da haben ihn gefressen. So, aber laufen hier immer noch viele Leute rum. Faszinierend. Faszinierend. Was war das da oben? Das ist nur noch der Ei-O-Mat, ne? Habe ich sonst noch eine Warte? Habe ich da drüben noch was verpasst? Bediener des Wunderformers. Ach nee, das ist nur irgendwie, das ist nur so Weihnachtsgedöns. Ach, wir gehen mal zu diesem Gastwirt hier und schauen dann mal. Zartes Wolfstier kann ich schon der Trichter winden. Noch einen Fünfer dazu, bitte. Immer schön aufgetankt halten. Immer schön aufgetankt halten. So, dann reite ich nun geschwind wie der Wind. Nämlich in Richtung durstiger Goblin, in Richtung Südwesten, um dort nämlich diese Tausammler wegzupumpen. So, und wenn wir das geschafft haben, dann geht es eventuell sogar noch direkt in Richtung des Superklebers in den Ungurunkratern. Ich freue mir ein Loch in den Bauch und wünsche euch nun aber erstmal einen angenehmen Abend.
Wir sehen uns sehr gerne wieder in der nächsten Folge. Die kommt, ja, wenn ich sie gerendert kriege, sogar tatsächlich relativ schnell. In letzter Zeit bin ich jetzt über die Feiertage tatsächlich ganz gut dabei gewesen mit dem Rendern. Heißt, mal schauen, wie schnell das dann kommt. So, und das nächste Mal gibt es dann wahrscheinlich Ungoro-Krater. Restliche Tanaris-Wüste und wahrscheinlich dann auch noch Ungoro-Krater. Wie ist denn? Ciao.